Das Tagebuch anzünden. Ach, die Kerze haben wir nicht mehr. Was haben wir denn mit der Katze? Ich bin nicht verzweifelt. Können wir die vielleicht hier Paarungsritual? Nee, geht auch nicht. Da gehören zwei gekreuzte Schwerter rein. Das wird alles nicht funktionieren. Ich probiere einfach gerade aus Verzweiflung mal rum. Aber ich habe keine Ahnung, was mit der Katze auf sich hat. Haben wir hier ein Tagebuch irgendwie? Nee, ne? Wir können mal einen Tipp probieren. Vorsicht vor heißen Eisen, es sei denn, du hast etwas Stoff, um deine Hände zu schützen. Okay. Ah, ist ja ein Witz. Okay, dann können wir mit dem Ding vielleicht... Alter, das ist fürs Feuer da. Achso, ich muss das Feuer erstmal auskriegen. Ach, und die Blume, guck mal, die blüht jetzt langsam wieder auf. Und sobald die aufgeblüht ist, können wir uns da quasi einen neuen Tipp abholen. Das ist ganz cool. Feuerstein, bla. Wir brauchen aber trotzdem... Können wir die Katze nicht mit Wasser füllen? Und dann damit das Feuer löschen? Ich glaube nicht, dass das geht. Das ist ein Pferd, keine Katze. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine Häkelnadel haben wir auch nicht. Geht das vielleicht? Nee, geht natürlich nicht. Können wir vielleicht die Katze hochschicken? Was soll ich mit dieser scheiß Katze? Können wir die Katze aufs Sofa legen? Wo Katzen ja hingehören. Offenbar nicht. Was ist das hier? Ein Diamant. Wir kriegen doch keinen Diamanten hier. Die Katze vielleicht als lebende Energiezelle? Weißt du was? Ich habe noch einen Tipp. Ich sehe, wie du dich durch Sand gräbst, doch Schätze gibt es nicht. Versuche es mit der Brandschutzkiste. Ist schon manchmal wirklich ein bisschen tricky. Da kriegt man Sachen, wo man gar nicht so dran denkt. So, mit dem Sand können wir jetzt bestimmt das Feuer löschen. Es braucht ja gar kein Wasser. Wir können das ja mit Sand ablöschen und finden Kohle. Das Spiel macht's mir nicht einfach. So, Kohle ist natürlich kein Diamant. Wo war denn die Diamanttür? Hier war die Diamanttür. Kohle ist kein Diamant. Etwas anderes probieren. Natürlich. Feuerstein, damit geht auch nicht. Können wir die Kohle anmalen? Nö. Können wir die Kohle der Katze in den Arsch schieben? Dann kommen Diamanten raus? Auch nicht. Ich bin momentan so ein bisschen... Mir fehlen hier diese Rätselvorlagen. Ich weiß nicht genau, was ich mit den ganzen Sachen hier machen soll. Kombinieren können wir das auch nicht. Und wir finden irgendwelche Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, was man mit denen anfangen soll. Mit der Kohle können wir vielleicht der Puppe einen Mund malen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oh, it's so good to be able to talk again. Never seen you before. You must be my master's aunt. He goes on about you all the time. How you saved some wolf. Hey, get me out of here and I'll help you. We can save Brandon together. Schade, ich habe die Kerzen nicht mehr. Ich kann die nicht anzünden. Es ist eindeutig, dass sich diese Puppe auch ohne Fäden ganz gut bewegt. Ich sollte sie wegschneiden. Hab aber natürlich, obwohl damit könnte ich das doch bestimmt... Ich kann doch mit einer Scherbe wohl die Puppe die Fäden wegschneiden. Gut, gehe ich mit der Scherbe hier hin. So, Info, Neustart. Wir kommen jetzt also zu einem kleinen... So, das liegt dann da an. Das müsste ungefähr... Ich weiß gar nicht... Ich hoffe, man kann die Dinger nicht drehen, Gott sei Dank. Wir haben auch keine Zeit, ne? Kein Zeitlimit. Sehr gut. Jetzt müssen wir nämlich versuchen, hier irgendwie... Ja, liegt das dann richtig an? Ich sehe das hier gar nicht. Ach, hör auf. Ach, hör doch auf. Ach, du Scheiße. Ich dachte, das wär's schon, aber das wird der... Okay, wir müssen uns am besten an diesem Viecher orientieren. Ich weiß aber nicht genau... Alter. Scheiße.
Oder vielleicht auch... Das wird es nicht sein. Das kommt dann nicht hin. Da bräuchten wir entweder was Grünes am Rand. Scheiße, das kann dauern. So, ich probiere mal einfach ein bisschen rum. Da haben wir schon die nächste Scherbe. Schon vor allen Dingen die nächste Scherbe. Wäre schön, wenn wir erstmal die Außenbereiche einigermaßen hinkriegen. Das passt da nicht, das passt da. Das könnte da passen. Nee, das müssten wir dann... Nee, das kann gar nicht da passen. Das kann nie da passen. Ach du Scheiße. Früher konnte man die Teile hier drehen, diese einzelnen Scherben, die konnte man drehen und musste nicht die ganze Scheibe drehen, um dann... Boah, ach du Scheiße, das wird auf jeden Fall nochmal witzig. Haben wir da irgendwas, was da dran kann? Nein. Huch. So, ich suche erstmal die Randstücke raus. Das könnte... Irgendwie damit zusammenhängen oder damit. Das will ja nicht so recht passen. Und da sehe ich gerade gar nichts. Ich glaube, das wird auch da nichts. So, das passt dahin. Dann haben wir... Das wird so nicht passen. Das könnte dann eventuell... Nee, das wird auch nicht gehen. Scheiße. Ach, du Heilige. Ja, das kann ein bisschen dauern. Nee, so auch nicht. Hilfe! Und diese Rätselspiele, das ist natürlich immer ganz famos, wenn das länger dauert. Deswegen, ich war mir immer sicher, dass es für ein Let's Play überhaupt nicht funktionieren wird. Aber ich dachte mir, ich will es einfach mal ausprobieren. Weil diese Wimmelbildspiele, die das, oder überhaupt, da gibt es ja auch so viele von. Und da gibt es ja teilweise auch wirklich schöne, muss man ja auch mal so sagen. Da sind ja teilweise auch Perlen dabei und das ist halt auch so ein bisschen... Familienspiel. Deswegen dachte ich mir, naja, kannst du mal ein bisschen machen, aber ich habe keine Ahnung, wie lange die Dinger so im Durchschnitt dauern, wie viele Folgen das so werden. Deswegen dachte ich mir, naja, probierst du erstmal aus. So, die Dinger müssen andersrum. Die müssten dann doch eigentlich so. Dann passt das nämlich wieder. Und dafür müsste ich das anders drehen. Das würde da reingehen, aber erst wenn das invertiert ist, das heißt auf die andere Seite und dann kann ich das da einsetzen. So. Und das Ding würde irgendwie da in die Richtung passen. Und das hier, dass die Flügel nach unten gehen. So. Nee, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Da muss das Blau unten sein. Das könnte eventuell so gehen. Jawohl. Und dann haben wir da nur noch das Ding. Pah, Gott sei Dank. Jetzt finden wir bestimmt irgendwas Unnützes. Leck mich doch. Da ist eine riesige Kiste. Und was nimmt der raus? Eine Türklinke. War das hier mit der Türklinke? Warte mal. Zum Kleiderschrank. Und da drin ist ein Fahrrad und ich weiß nicht was. Ich muss die Anziehsachen beiseite schieben, um mich hier umzusehen. Naja, dann schieben wir mal. Ist ja süß. Hä? Die Anziehsachen sind doch beiseite geschoben. Was? Sieht aus, als hätte man was? 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 Sieht aus, als hätte man was? Ich hab's nicht lesen können. Also manchmal... Ja, Wimmelbild. So, Hand jucken und jetzt mal gucken. 8.
diese Gleichung einer Lösung und ich sollte sie aufschreiben. Ah ja, das ist natürlich besonders schwer. Aber eine 8 finde ich hier nirgends. Gut, was haben wir denn noch? Glocke, Noten und ein Schiff. Ein Zahnrad und ein Anspitzer. Ach du Scheiße, da vor allem ist das so klein hier alles. Da ist eine Glocke. Notenschiff, Krone, Trillerpfeife. Ich glaube, das wäre lustiger als LPT übrigens. Das könnte man echt super, diese Wimmelbildspiele könnte man super als LPT machen eigentlich. Schraubenmutter und Messer. Schraubenmutter, Messer. Messer, Schraubenmutter. Wo ist denn hier Schraubenmutter und Messer? Schraubenmutter? Alter, wie es ja auch aussieht. Was kriegt denn der Bub alles geschenkt? Was ist das da? Ein Bügeleisen? Hier noch ein altes Portemonnaie. Nee, mit einer Büroklammer. Ah ja, Mensch, so ein Glück. Krone, Trillerpfeife. Da ist eine Trillerpfeife. Eine Krone sehe ich hier momentan. Doch, da ist die Krone. Messer, Noten, Schiff und eine Tasse. Joa. Ja. Messer, Noten, Schiff. Zahnrad, Anspitzer. Habt ihr bestimmt schon alles gefunden gerade. Aber ich werde hier noch ein bisschen brauchen. Das liegt aber daran... Naja, wie gesagt, wenn man selber spielt, ist es immer so eine Sache. Als wenn man da einfach nur so zuschaut. Und vor allen Dingen findet man ja immer ganz andere Dinge. Da ist halt mal eine 5, gar keine 8. Ist auch eine 5. Da ist eine Note. Zahnrad und Anspitzer. Tja, was ist das da? Was ist denn das? Hä? Ein Hut? Soll ich denn... Ne? Wer kriegt denn diesen hässlichen Hut auf? Das ist ein Bleistift, kein Anspitzer. Bleistift, da haben wir da unten auch eine Menge. Aber natürlich kein Anspitzer. Zahnrad. In welcher Form ist das Zahnrad wohl hier? Ich hoffe, das ist nicht irgendwo in der Tapete da hinten. Oder das ist in der Sonne und Mond. Sonne... Nee, Quatsch. Stern und Mond. ABC sehe ich dann noch rumfliegen. Ein Zahnrad. Nein, ich wollte nicht zum Kleiderschrank. Puh. Schiff. Ach, das ist der Anspitzer. Ein Schiff. Ein Zahnrad und ein Messer. Ist das ein Messer? Das ist wahrscheinlich ein Säbel. Ist das ein Messer? Sieht aus wie ein Rasierer. Tasse und 8. Wo kriege ich denn hier eine Tasse her? Und wo kriege ich eine 8 her? Ich bin überfragt. Das kriegt man auch nicht auf. Zahnrad. Ich finde kein Zahnrad. Vielleicht brauche ich einen Zahn und ein Rad. Ich müsste eigentlich hinter dem Mikrofon verschwinden. Und hier mal so gucken. Lala, sieht man mich gar nicht mehr. Da kann ich ein bisschen näher an den Monitor rangehen und jetzt spreche ich hier so seitwärts ins Mikrofon. 13 minus 5. Ja, da kommt ja eine 8 hin. Das ist ja klar. Achso, wir bräuchten... Oder ein Stück Kreide. Was ist das denn? Kleber? Haben wir ein Stück Kreide irgendwo? Das ist eine Rakete. Stück Kreide. Die Bleistifte können wir alle nicht aufnehmen. Mit Bleistift will ich auch nicht an die Tafel schreiben. Kuh und Kuhfen. Pup und Pupen. Ich finde hier aber auch keine Kreide gerade. Ach, hier. So, da haben wir die 8. Jetzt brauchen wir noch ein Zahnrad, das ich überhaupt nicht finde. Und eine Tasse.
von der ich keine Ahnung habe, wo die überhaupt sein könnte in diesem Tohuwabohu, wie wir an die rankommen. Und eine Tasse, haben wir hier irgendeine Logik für eine Tasse? Ich wüsste nicht, wo wir hier mit Logik an irgendeine Tasse rankommen sollten. Hier haben wir irgendeinen Mümpfelhut, keine Ahnung, was das ist. Hm. Die kann überall sein. Huch. Meine Nase juckt heute den ganzen Tag. Ich weiß nicht, was los ist. Ich muss die echt mal abreißen. So, Zahnrad. Ja, pff. Habt ihr das Zahnrad gefunden? Ich sehe die ganzen Baseball-Bipapo. Zahnrad könnte... Ne, da unten auch nicht. Bei den Münzen ist es auch nicht. Oder ich bin blind. Kann auch sein, dass ich da schon drauf geguckt habe und schon wieder weggeguckt. Oder ich war mit der Maus schon drüber und hab's nicht gesehen. Ich mach mal den Tipp. Das habe ich doch angeklickt vorhin. Wahrscheinlich habe ich außen dran geklickt an die Schallplatte. Na super. Jetzt aber die Frage, wo ist die Tasse? Was mache ich denn mit diesem komischen Gesim... Ach, das ist doch... Ach, das fehlende Stück. Die Tasse... Ja, die Tasse habe ich schon tausendmal angeguckt. Die ist so offensichtlich, dass ich sie wieder nicht gerallt habe. Und wir brauchen ein fehlendes Stück. Ah, ne, Kleber. Kleber haben wir ja hier. Jetzt brauchen wir eigentlich noch ein fehlendes Stück. Von dem ich nicht weiß... Ist das hier das fehlende Stück? Ja. Tasse. Ja, gut gemacht. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ein Messer. Ja, haben wir im ganzen Schrank also ein Messer gefunden. Das ist wieder lohnenswert einfach nur. Und da hinten ist doch eine Geheimtür. Die Tapete gehört nicht zur eigentlichen Ausstattung dieses Kleiderschranks. Können wir das freischneiden? Ich sollte was anderes versuchen. Natürlich. Fenster. Wo hatten wir denn jetzt... Wir hatten noch hier noch das Bild. Da können wir bestimmt noch die Motte oder was immer, die Biene rausschneiden. Biene. Ich habe langsam keine Ahnung mehr, was das für Sachen sind, die wir finden. Wofür wir die jemals brauchen könnten. Also ganz ehrlich, eine Biene. Hier, Biene. Eindeutig. Mit dem Messer ist ja wie ein Diamant. Ich bin langsam überfragt. Hier, Biene passt natürlich nicht zum Hengst. Mann, ey. Was soll man denn mit der Scheiße überfinden? Was haben wir denn hier? Durchschneide die Fesseln der Puppe und sie wird ein treuer Gefährte. Ach, ja, ja, die Puppe. Entschuldige. Mann, ich sollte nicht mal die Tipps lesen, aber so kommen wir schneller vorwärts. Als wenn ich hier wieder alles verpeile, weil die Puppe habe ich wieder ganz vergessen.